Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Heute for Future. Heute darf ich den Seilbahnsprecher Franz Höll bei mir im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Danke für das Einladen, Frau Turic. Wir beschäftigen uns heute mit den Auswirkungen der Skibetriebe auf das Klima und sprechen auch über das Gletschersterben. Zuvor sehen wir uns aber an, welche Auswirkungen die Klimakrise auf den heimischen Pisten und Gletschern hat. Der Klimawandel zeigt sich in den Bergen noch stärker als in flachen Regionen oder auch in den Weltmeeren. Die Ursachen dafür sind noch nicht vollständig erforscht, aber generell gilt, je höher eine Region liegt, desto größer ist die Temperaturerhöhung, die durch den Klimawandel ausgelöst wird. Skigebiete auf der ganzen Welt sehen sich daher mit einem rapiden Rückgang der Schneemengen und einer Verkürzung der Schneesaison konfrontiert. Langfristig hat das schwerwiegende wirtschaftliche und ökologische Folgen. Der Schneemangel ist eines der Hauptprobleme, mit denen Skigebiete aufgrund des Klimawandels konfrontiert sind. Die Schneedecke wird dünner und die Saison wird kürzer, was die Betreiber von Skigebieten zwingt, ihre Aktivitäten auf einen immer kürzeren Zeitraum zu konzentrieren. In manchen Gebieten verschwindet die Schneedecke sogar vollständig, was zu Schließungen der Skigebiete führen kann. Auch das Risiko, dass die Bedingungen zur technischen Beschneiung nicht mehr genügen, wird größer. Die verstärkte künstliche Beschneiung ist aufwendig und mit sehr hohen Investitionskosten verbunden. Das treibt wiederum die Ticketpreise in den Skigebieten in die Höhe. Skifahren in den Alpen wird immer teurer. Außerdem können die steigenden Temperaturen auch negative Auswirkungen auf die Qualität des Schnees und damit auf die Skierfahrung insgesamt haben. Ein weiteres Problem, das durch den Klimawandel verursacht wird, ist die Gletscherschmelze. Viele Skigebiete sind auf Gletschern gelegen, die aufgrund des Klimawandels schneller schmelzen. Die Gletscher verlieren dadurch an Volumen und werden weniger gut nutzbar. Die Betreiber von Skigebieten müssen sich auf diese Veränderungen einstellen und nachhaltige Lösungen finden, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Skigebiete zu minimieren. Um diese Ziele im festgelegten Zeithorizont bis 2030 zu erreichen, beteiligt sich das Land Tirol unter anderem an dem europäischen Projekt Mount Resilience. Das Projekt zielt darauf ab, innovative Klimawandelanpassungsmaßnahmen in Gebirgsräumen zu erarbeiten. Dabei sollen beispielsweise für vom Klimawandel betroffene Skigebiete Zukunftsperspektiven entwickelt und alternative touristische Angebote entworfen werden. Das Projekt wird zu 100% von der Europäischen Union finanziert und läuft von September 2023 bis Februar 2028. Herr Hörl, sind Sie ein Klimaschützer? Ja, ich denke schon, dass ich ein Klimaschützer bin, weil ich in der Gegend, wo ich arbeite, in meiner Heimat, auch wohne. Und mir ist natürlich schon ganz großes Anliegen, dass meine Heimat nicht nur ein wirtschaftliches Vorankommen hat, sondern dass natürlich für meine künftigen Jahre, aber vor allen Dingen für die nächste Generation, wir etwas hinterlassen, wo wir annähernd denselben Lebensstil, den wir haben, und natürlich, wenn es geht, noch einen besseren Wohlstand haben. Das ist unsere Verantwortung und deshalb sind wir, wenn man das verantwortungsvoll nimmt, bin ich schon viele Jahre, bevor das mit dem Klima losgegangen ist, immer überzeugt gewesen, dass wir aus dem Carbon-Zeitalter aussteigen müssen. Ich habe auch schon vor 20 Jahren bei mir im Hotel eine Hackschnitzelanlage gebaut. Ich verwende im Hotel seit der Jahrtausendwende Öl nur noch in der Pfanne. Also wir heizen längst mit Biomasse. Wir haben dann umgestellt im Dorf auf die Biomasseheizung und ich kann heute mit großem Stolz sagen, dass Gerlos eine kleine Gemeinde mit 780 Einwohnern, aber immerhin 650.000 Nächtigungen zu 80% mit Biomasse beheizt wird. Das war vor 25, 30 Jahren bei weitem nicht so. Jetzt kurz, um bei Ihrer Heimat Tirol auch zu bleiben. Warum gibt es denn dort noch keine Windräder? Ja, das Windrad ist eine komplexe Geschichte. Ich habe ja letzten Sommer offenbar zur Überraschung des Ostens, was mich ja auch wundert, weil ich sehe keinen großen Unterschied aus dem Bau von Wasserkraftwerken zur Gewinnung von elektrischen Energie oder Photovoltaikanlagen und natürlich auch das Windrad, habe ich mich bereit erklärt, auch diese Technologie zu verfolgen. Ich gebe schon zu, das war in den letzten 10, 15 Jahren bei uns im Land politisch nicht gewünscht. Da war der Wechsel in der Landesregierung schon auch ein Vorteil, weil Toni Matle, unser neuer Landeshauptmann, ist ja vom Beruf Elektriker und Techniker, der sofort auf diese Energie eingestiegen ist und mich auch sofort tatkräftig unterstützt hat. Nur das Thema ist erstens, man muss aber schauen, wie ist der Wind wirklich so gut, wie man behauptet, weil wir alle haben das Empfinden,
dass wir in einem Windgebiet leben. Wenn wir Föhn haben, und das ist bei uns gar nicht so wenig oft, oder auch im Herbst diese Herbstwinde haben, dann denkt jeder, wow, wir haben so viel Wind. Jetzt habe ich 8 Monate gemessen und wir liegen auf dem von mir ausgesuchten Berg, eben in unser Skigebiet. Da liegen wir bei 5 Meter pro Sekunde. Also da sind wir am unteren Rand dessen, was man heute in dieser Technologie brauchen würde. Wir sind da noch am Beginn, keine Frage. Und ich bin auch optimistisch, dass wir es hinbringen. Aber das allergrößte Problem, das ich jetzt in dieser kurzen Zeit festgestellt habe, ist die Logistik. Wie kriege ich diese doch sehr langen Windflügel, den Hauptmast, wie kriegen wir diese Dinge hinauf? Ich habe das auch nicht so richtig eingeschätzt, weil wir natürlich als Seilbahnbauer gewohnt sind, große Stützen, große Umlenkscheiben, Getriebe und das auf den Berg hinaufzubringen. Und dafür haben wir auch ordentliche Straßen, Forststraßen und auch die Bundesstraße. Jetzt hat sich aufgetan, dass es gar nicht so leicht ist, und ich habe ein renommiertes österreichisches Unternehmen im Herbst schon gebeten, mir ein Gutachten zu machen, wie ich das irgendwie schaffen kann. Und da kam bei mir heraus, in Gerlos, ist ein Fall jetzt in meiner Heimat, dass ich Windräder nur in einem ganz bescheidenen Teil über die Bundesstraße überhaupt bis auf die Höhe unserer Ortschaft auf 1250 Meter bringen kann. Es ist also fast schwieriger, die dort hinzubringen und von dort dann auf den Berg auf 2300 Meter, weil die Bundesstraße in Serpentinen angelegt ist und eine der ersten Kurven ist quasi aus dem Felsen herausgehauen. Und da gibt es also schon Probleme. Ich werde jetzt eine weitere Logistikfirma beauftragen. Der erste hat mir gesagt, ich muss das alles über den Pinzgau machen. Mhm. Und ich werde jetzt weitere Fachleute da heranziehen, weil das scheint jetzt das Challenge zu sein, die mir vorgibt, wie groß das Windrad sein kann. Okay. Und das kleinste Windrad, das man mir angeboten hat, ist mit 250 Kilowattstunden jetzt doch auch für unser Skigebiet etwas sehr klein. Und die niederösterreichischen Spezialisten, die ich ja reihenweise in Gerlos gehabt habe, denen, die fangen da nicht einmal mehr zum Lachen an, weil da beginnt der Windrad in der Größenordnung von 1,5 MW aufwärts. Und das wäre natürlich auch das gewesen, was wir gerne gemacht hätten. Und ich denke, wir werden in 2, 3 Jahren, werden wir durchaus in Tirol nicht überall, aber schon doch auch Windräder haben. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, mein Heimattal, das Zillertal, liefert 7-mal so viel Energie über diese Verbund- und Wasserkraftwerke, wie wir selber brauchen. Also zu sagen, der Westen ist hier säumig, da könnte ich auch sagen, die Burgenländer bringen keine Wasserkraft ein und die Wiener auch nicht und die verbrauchen nur den Strom. Also hier gegenseitig aufzurechnen, finde ich sowieso den völlig falschen Platz. Tirol als Gebirgsland, Salzburg als Gebirgsland, Vorarlberg hat andere Vorteile. Wir können mit Pumpspeicher arbeiten, wir können mit Speicherkraftwerken arbeiten, wir können auch zum Teil mit Laufkraftwerken arbeiten. Und das kann eben ein flaches Land wie das Burgenland in diesem Ausmaß nicht. Die gewinnen ihre Energie eben über Wind und über Photovoltaik. Und ich denke, wir müssen das ganze Thema, wenn wir erfolgreich sein wollen, technologieoffen angehen. Nicht nur bei den Autos und bei den Antrieben, sondern auch bei der Erzeugung von Energie. Was ich aber schon weiß, ist, wir werden alles nützen müssen, damit wir auch nur eine Chance haben, den gewünschten Zuwachs an elektrischer Energie, der enorm ist, herbeizuschaffen, damit wir die Energiewende schaffen. Jetzt, wenn wir auf die europäischen Alpen blicken, im vergangenen Jahr hat es laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus ist so viel Gletschereis geschmolzen wie noch nie zuvor. Europa erlebte zudem den wärmsten Sommer, der jemals gemessen wurde. Sie haben jetzt feste Überzeugung in Interviews gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass Skifahren in den nächsten 50 Jahren überhaupt kein Problem sein wird. Wie können Sie sich da so sicher sein, wenn man sich aber die ganzen Wetterbedingungen und diese Zahlen auch anschaut? Also wenn ich mir die wissenschaftlich verkündeten Zahlen mit 2 Grad plus an Wärme, da reden wir von 200 bis 300 Meter Höhenunterschied bei der Schneedecke. Das kann ich sagen, das schaffen wir. Großer Modo, vielleicht nicht überall, aber großer Modo. Und deshalb kam gestern meine Aussage, dass ich gesagt habe, ich bin sicher, in den nächsten 50 Jahren ist Skifahren im Winter aus unserer Sicht ein zentrales Angebot, ohne dass man die Wintersaison, so wie wir sie kennen, in diesem Ausmaß, in dieser Wertschöpfung, in dieser Wohlstandsverteilung, ich mir nicht vorstellen kann. Klimaexpertinnen sagen, für Skigebiete unter 1300 Meter ist der Zug abgefahren. Die rechnen damit, dass es bis 2050 in diesen Regionen den touristischen Wintersportbetrieb so in dieser Form, in der es ihn jetzt gibt, nicht mehr geben wird. Was glauben Sie denn? Glauben Sie das? Und wenn ja,
Wie glauben Sie, wird das dann ausschauen, dieser Wintersportbetrieb? Also grundsätzlich muss man das alles ernst nehmen, keine Frage. Wissenschaftler sind immer ernst zu nehmen. Ich verweise aber nur darauf, dass es auch Wissenschaftler in der Universität in Innsbruck gab, die 92, 93 vorausgesagt haben, dass man ab 2015 in Kitzbühel nicht mehr Skifahren kann. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir die Streif sehen, auch heuer. Wenn wir im Jänner dann eins der größten Skirennen in den Alpen haben, das Ganze runtergeht bis zum Tal und weiter möchte ich das gar nicht kommentieren. Mhm. Also die Dinge vorauszusagen, sich umzustellen, alles dazu beizutragen, dass wir hier klimafreundlich arbeiten, das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Und gerade die Seilbahnwirtschaft hängt zu 96% am Strom. Und wir kaufen schon seit 20 Jahren. Ich sage das immer, wir kaufen seit 20 Jahren Ökostrom ein. Wir haben Verträge für Ökostrom. Wir zahlen den Aufschlag für Ökostrom. Und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die EVUs, also die Stromlieferanten, auch immer nur Ökostrom geliefert haben. Wir haben ihn bestellt und wir haben ihn bezahlt. Und wir betreiben damit die Beschneiungsanlagen und unsere Seilbahnen. Und wir brauchen insgesamt am Gesamtenergieaufwand dieses Landes 0,32% alle Pisten Österreichs täglich präpariert. Beschneit und die Seilbahnen dazu. Und wenn man jetzt die Hotels dazu nimmt und den gesamten Winter, dann sind wir bei 0,9%. Und ich bin auch schon auch stolz, ich bin Tourismussprecher der Volkspartei. Wir brauchen 1,6% des gesamten Energieaufwandes, alle Wiener Hotellerie, alles, was mit dem Tourismus zusammenhängt, vom Reiseführer bis zur Zufahrt, bis in den Westen, braucht 1,6%. Und wenn man den Tourismusbericht der letztmöglichen aus dem Jahr 2020 herbeinimmt, dann ist der Tourismus mit 54% erneuerbarer Energie jene Sparte in diesem Lande, die den höchsten Anteil an erneuerbarer Energie haben. Und ich bin ganz gespannt, wir hatten heute Tourismusausschuss, die Staatssekretärin hat gekündigt, dass der nächste Tourismusbericht jetzt dann im Juni präsentiert wird. Ich bin ganz gespannt auf diese Zahl, ob wir die erhöhen konnten und hier noch erfolgreicher sind. Alles in allem, der Tourismus ist weder ein Energiefresser, er ist ein großer Wohlstandsentwickler auf relativ kleinem Raum mit höchster Effizienz, was Energie betrifft. Und ich glaube, dass wir mit unseren Ressourcen sehr, sehr sparsam umgehen. Sie haben es vorhin schon gesagt, das Stichwort eben Beschneiung und Beschneiungsanlagen. Wenn Sie jetzt ein bisschen auch in die Zukunft blicken, kann man die überhaupt noch klimaneutraler oder klimafreundlicher machen oder haben Sie da schon die Kapazität erreicht, weil Sie jetzt auch gesagt haben, dass sehr viel mit Ökostrom betrieben wird? Also es wird ja alles von uns aus mit Ökostrom betrieben, zumindest bezahlen wir ihn. Sie müssen aber die EVUs fragen, ob sie ihn auch liefern, ne? Den Strommix. Wir bezahlen den Ökostrom, also grünen Strom. Gut, das zu diesem Thema. Bei den Beschneiungsanlagen sind wir daran, die Effizienz noch zu verbessern. Wir haben, wenn wir die letzten 30 Jahre zurückdenken, kommen wir heute mit einem Viertel bis der Hälfte, je nach Technik, die Energie aus pro Kubikmeter Schnee, die wir damals gebraucht haben. Auch hier ist noch etwas drinnen, das wir noch bringen. Nur, auch noch eine mehr. Beschneiungsanlagen in Österreich gibt es kaltes Wasser, kalte Temperaturen und sonst nichts. Es gibt keinen Zusatz, kein nichts. Und ich weiß nicht, warum man die als im Sinne der Klimaneutralität als negativ betrachtet, weil wir verwandeln nur Wasser in Schnee. Ohne Zaubertricks, nur mit Kälte, nur mit Technik. Und ich weiß nicht, wo wir hier der Klimapolitik und der Umwelt schaden. Ich kann es nicht feststellen. Das Wasser bleibt am Berg, wird verzögert wieder zurückgegeben, so dass wir eigentlich wie eine Turbine eines Kraftwerkes Wasser zwar gebrauchen, aber es nicht verbrauchen. Aber Strom braucht. Strom brauchen wir, da haben Sie recht. Und deswegen versuche ich mit meinen Kollegen jetzt die Eigenversorgung in den Unternehmungen noch besser zu machen. Es wird uns nicht alles gelingen, aber wir werden sicher auch einen Beitrag leisten können. Wir sind auch einmal überlegen, ob wir unsere Schneiteiche, ob wir die vielleicht als kleine Pumpspeicher auch dazu nutzen können. Da sind wir am Arbeiten und untersuchen das. Also wir beschäftigen uns sehr intensiv mit diesem Thema. Vor allem, wenn man sich auch anschaut, eben, dass es immer wärmer wird. Wir haben es auch die letzte Saison gesehen, es ist auch ein bisschen weniger Schnee gefallen. Und man braucht den ja quasi auch das Wasser eben, um wieder die Beschneiungsanlagen betreiben zu können. Also glauben Sie, dass es da in 30 Jahren überhaupt fast keinen Schnee mehr geben wird? Weil wenn wir das nicht mehr haben, großartig, dann können wir nichts mehr beschneiden. Also wenn man das die letzten 100 Jahre hernimmt, dann war der Höhepunkt, diese 10 Jahre, wo der tiefste Winter war, das war Ende der 70er und Anfang der 90er Jahre. Also so zwischen 78 und 92, das war der Höhepunkt des letzten Jahrhunderts, was den Schnee betroffen hat. Seitdem geht es bergab, keine Frage. Aber
auch dieser Winter war jetzt natürlich extrem und das stimmt ja alles. Wahrscheinlich werden auch mehrere noch Sachen kommen, also die Wiederholung wird mehr sein, aber es werden auch Winter dabei sein, wo wir wieder ganz normale Schneedecken haben. Haben Sie als Gastronom den letzten Winter wahrgenommen? Jetzt vor allem auch, also, wenn man ein bisschen schaut nach Corona? Ja, das, die Diskussion, die öffentlich gemacht wird, die verunsichert natürlich unsere Menschen, angefangen von den Mitarbeitern bis zu den Wirten. Weihnachten war sehr, sehr angenehm. Unsere Gäste haben eine Mordsfreude gehabt. Es war Wetter wie im März, also es war immer schön. Und der Gast, der zu uns kommt, um eine Woche Urlaub zu machen, der will ja eh Sonne, Schnee und Bewegung haben. Und das haben wir bieten können, sodass auch diese letzte Saison jetzt ja in vielen Skigebieten wieder an die Saison 18-19, also vor Corona, anschließt. Und wir durchaus ja insgesamt eine sehr, sehr erfolgreiche Wintersaison hinter uns haben, die uns mit sehr viel Optimismus erfüllt. Jetzt rund die Hälfte der Emissionen für einen Skiurlaub entsteht eigentlich bei der An- und Abreise. Gibt es da klimafreundliche Wege, die man überhaupt schaffen kann? Oder sagen Sie, wer mit dem Zug fährt, super, aber der Rest, wenn er herfliegen muss, muss er herfliegen? Also diese Untersuchung beim Umweltbundesamt, die haben ja wir initiiert. Wir haben das Umweltbundesamt gefragt und haben gesagt, wir möchten wissen, wo liegen wir, 2018 war das übrigens, wo liegt der ökologische Footprint des Winterurlaubs, der Wanderurlaub und so weiter. Und herausgekommen ist etwas für uns sehr, sehr Überraschendes, dass wir die Besten sind im Winter und die Zweitbesten im Sommer. Und alles, was Urlaub ist, was weiter weg ist, was fliegt und so weiter, das ist erst weit hinten. Also den geringsten ökologischen Footprint hat der Wintersport, gefolgt vom Sommerwandern bei uns in den Bergen. Allerdings, und das hat man uns ja damals schon gesagt, und seitdem reagieren wir ja, diese Zahl 60-70% kommt genau aus dieser Untersuchung des Umweltbundesamtes, dass auch bei unserer Urlaubsform natürlich die Anreise den Großteil der CO2-Emissionen macht. Deshalb ist ja ein Flugzeug noch viel schlimmer dran. Und am schlimmsten sind überhaupt das Traumschiff, das über die Ozeane fährt, weil dort sind die Umweltbedingungen ja in keiner Weise, aber nicht nur, die sind Kilometer von unseren Standards entfernt. Und deswegen war ja meine Forderung, vergleichen wir es einmal. Hängen wir es raus in die Prospekte, sagen wir, was welcher Urlaub macht. Jeder soll einen Urlaub machen, wo er will, aber jeder soll auch wissen, was er damit anstellt. Und wenn er Skifahren geht, dann glaube ich, braucht er kein schlechtes Gewissen haben. Also dieser Vergleich. Und jetzt zur Lösung. Wir haben sofort reagiert und es gab das Projekt Flug zum Schnee. Von Wien nach Tirol, Skifahren, am Abend wieder zurück. Das ist sofort abgestellt worden, jetzt gibt es diesen Zug zum Schnee. Wir haben mit der ÖPB Gespräche geführt, wir haben mit der Deutschen Bundesbahn Gespräche geführt. Wir haben auch wieder versucht, diese Nachtzüge zu installieren. Da ist die Österreichische Bundesbahn natürlich ein ganz guter Partner. Die Deutschen machen das ja nicht. Und ich habe beispielsweise in meiner Heimat ein Projekt, die Zillertalbahn. Das ist eine Schmalspurbahn, die braucht ungefähr 950.000 Liter Diesel. Seit 2016 bin ich dort am Arbeiten mit meinem Team. Und wir möchten jetzt diese Züge CO2-neutral machen, indem wir Wasserstoff als Antrieb hernehmen. Wenn wir diese Züge bestellen, die sind in 3 Jahren da. Wir haben derzeit in der Anreise ungefähr 4-5% bei den Eisenbahnen. Der Innsbrucker Flughafen, gerade zum Beispiel, der sehr frequentiert ist und der sehr, sehr wichtig ist für uns, der bringt gerade 6% der Anreise. Der Rest kommt mit dem Auto. Der Flughafen ist mindestens so wichtig für den Industriestandort Tirol wie für den Tourismus. Das wird nämlich ein bisschen überschätzt. Mir sagen Experten, wenn wir daran umfassend arbeiten, dass es uns vielleicht gelingt, 17-18% der Gäste über die Eisenbahn zur Anreise zu bringen. Das Land Tirol hat reagiert. Wir haben den neuen Tiroler Weg, was die Tourismusverbände betrifft. Und unsere Tourismusverbände sind verpflichtet, jetzt ab nächstes Jahr einen Nachhaltigkeitskoordinator für diese Aufgabe anzustellen. Und davon verspreche ich mir viel, weil ich glaube, dass wenn Sie heute bei uns in Tirol ein Hotel buchen und Sie bekommen dann als Anhang neben der Buchungsbestätigung drunter die Möglichkeiten, wie Sie nach Tirol kommen, klimafreundlich, dann werden wahrscheinlich viele Gäste sagen, aha, das ist eine gute Idee, ich buche das. Und dass wir unsere Tourismusbetriebe dorthin bringen, braucht es natürlich Beratung, da braucht es hartes Bretterbohren, da braucht es natürlich auch Menschen, die lästig sind. Aber das müsste in den nächsten 2 Jahren zu schaffen sein. Das heißt, wir haben das Problem erkannt, wir versuchen es zu lösen. Viele Dinge könnten einfacher gehen, aber das Leben ist nie einfach. Jetzt soll trotz der Klimakrise, sagen Expertinnen, der Pitztaler und Kaunertaler Gletscher weiter verbaut werden. Insgesamt will man 45 Millionen Euro in neue Skigebiete investieren. Wäre es da nicht besser, dass man sagt, okay, man schützt Gletscher und investiert dieses Geld in Klimaschutzprojekte? Wie sehen Sie das? Es gibt Wissenschaftlerinnen, die gesagt haben, ob wir am Gletscher einen Skilift haben oder nicht, das ändert überhaupt nichts an der Situation. Ich darf das komplettieren. Diese 7 Gletscher, die wir im Westen Österreichs haben,
gerade diejenigen, die die Gletscher betreiben, sind diejenigen, die die Gletscher schützen, und zwar aktiv schützen, indem sie enormen Aufwand betreiben, mit Vlies die Gletscher abdecken, indem sie versuchen, dieses Abschmelzen des Gletschers mit allen Mitteln zu verhindern. Das sind die einzigen, die aktiv eingreifen. Die anderen tun nur schauen und dokumentieren. Die sind praktisch am Arbeiten. Das möchte ich zum Schutze dieser Gletscherschiebegebiete sagen. Dieser Zusammenschluss Pitztal-Ötztal ist derzeit ja außer Diskussion. Es stimmt, es gibt eine Erweiterung am Pitztaler Gletscher. Das ist ein Behördenverfahren. Da muss man jetzt einmal schauen, was sagt der Umweltschutz, der Naturschutz in Tirol dazu. Sie glauben, selbst wenn das durchgeht und wenn dieses Projekt gemacht wird, dass das jetzt nicht die Gletscherschmelze großartig beeinflussen würde? Ja, im Gegenteil, die haben ja großes Interesse, dass sie das in Teilen halten. Es gibt im Übrigen am Pitztaler Gletscher eine der größten Photovoltaikanlagen. Also die haben auch dort investiert. Es gibt in fast allen großen Tourismuszentren gibt's diese Biomasseanlagen, so wie bei mir zu Hause. Also dort passiert ja unglaublich viel. Deshalb gibt es ja auch diesen Tourismusbericht, auf den ich jetzt ganz gespannt bin, der eben zeigt, dass diese Sparte eben, was erneuerbare Energie betrifft, eh bereits an der Spitze überhaupt der Kette ist. In den letzten Monaten haben besonders auch Klimaaktivistinnen, die sich auf die Straße kleben, für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Die letzte Generation plant weitere große Aktionen. Würden Sie sich denn für den Skibetrieb oder den Wintertourismus auf die Piste kleben? Das ist technisch, glaube ich, schwer möglich. Aber wenn sich jemand bei mir auf der Straße klebt, ich würde ihn einfach kleben lassen, er wollte sich ja dorthin kleben. Ich würde ihn schützen, nicht einzäunen, damit ihm nichts passiert, und jemand hinstellen, der aufpasst, dass ihm keiner etwas tut, und dann einfach halt kleben lassen, wenn er sich dorthin kleben will. Ich halte nichts davon. Ich verstehe die Idee, die dahinter ist, und ich bewundere den unglaublichen Einsatz, den diese jungen Leute haben. Die gehen ja auch Gefahr, dass sie sich schwer verletzen. Ist ja auch eine Frage des Mutes, nicht? Also jeder traut sich das eh nicht. Nur ob das geeignet ist, ich glaube nicht. In einer zivilisierten Gesellschaft, so wie wir das jetzt sind, in einem Staat, wo jeder mitreden kann, in einem Staat, wo jede Partei auch in den Verfahren sein kann, ist es ein bisschen, ja. Ein Thema, was auch für sehr viel Diskussionsstoff gerade sorgt, ist der Wolf und auch der Bär. Umweltministerin Leonore Gewessler will den Wolf schützen und hat sich dafür ausgesprochen. Sie fordern das Gegenteil eigentlich. Wie stehen Sie denn zu dieser ganzen Debatte? Und besonders, weil Tirol ist ja vor allem da auch betroffen. Also in Tirol sind die Almen, das ist einmal wirtschaftlich gesehen für unsere Bauern, 40% des Futterangebotes in Tirol kommt von der Alm. Aus der Sicht der Landwirtschaft. Ich bin selber Bauer, Schafbauer im Übrigen. Für den Tourismus und für die Einheimischen in Tirol, für die Tiroler und auch für die Salzburger ist die Alm einmal ein riesiger Erholungswert. Das ist ein Kulturgut, ein Erholungswert, das ist Tradition, und es ist unglaublich viel an persönlicher Emotion mit der Alm verhaftet. Der Eigentümer, aber natürlich auch derer, die im Sommer und im Winter mit den Tourenschienen auf der Alm herumspringen. Da hängt einfach aus verschiedenen Gründen vieles dran, weil es auch der große Erholungsraum ist. Und jetzt geht man her und sagt Herrenschutzmaßnahmen. Und Herrenschutzmaßnahmen im Gebirge ist einmal technisch schon sehr, sehr schwierig, weil sie haben teilweise felsiges Gelände, sie haben enorm steile Hänge, sie haben im Sommer Schneefall, sie haben auch im Sommer mal eine kurze Lawine, und dann stellen sie jetzt diesen Elektrozaun auf. Der Elektrozaun stellt eine enorme Gefahr vor für die Wildarten, für Rehe, für Hirsch, für Gams, die sich in diesen, man muss sich das einmal vorstellen, ich habe das selber erlebt mit meinen Schafen, die verhängen sich in diesen Netzen. Und die Netze hören aber nicht auf, der Elektroschock geht weiter. Die werden zu Tode gezuckt. Von denen redet keiner. So, der Wolf hat auf unseren Almen nichts verloren. Es kommt der Wolf, geht die Alm. Und das wollen wir nicht. Und ich verstehe etwas nicht. Ich habe mehrmals schon gesagt, ich habe eigentlich die Frau Minister als sehr warmherzige, sehr intelligente und kluge Frau gesehen. Ich verstehe nicht, warum man sich politisch so ideologisieren lässt, dass man hier auf einmal Gott spielt. Weil das, was sie macht, ist Gott spielen. Da gibt es Nutztiere, die sind nicht viel wert, das sind die Schafe, die sind Beutetiere, und dann gibt es den Wolf und den Bär. Und das verstehen bei uns die Leute nicht. Und ich habe nicht gesagt, dass man, ich verstehe nur nicht, dass man nicht bereit ist, den Schutzstatus zu senken, sodass man dann auch einmal hergehen kann und Wölfe und Bären entnehmen kann, weil ich auch glaube, dass es auch, dass sich die Situation im schlimmsten Fall so zuspitzen kann, wie das jetzt gerade im Süden oder im Süden unserer Landesgrenze am Brenner passiert ist. Wie empfinden Sie die Stimmung unter den Bauern und Bäuerinnen? Ja, die sind empört.
Die sind empört. Und Sie müssen sich mal vorstellen, der kleine Enkel wächst mit seinem Schaf auf und sein Schaf wird vom Wolf gerissen. Und die kommen da dazu. Die sind empört und die verstehen das überhaupt nicht. Haben die Leute auch Angst, dass ihnen selber was zustoßen könnte? Ja, ich glaube, das ist so. Jetzt, was in Italien, also ich glaube, das ist sogar eher im Hintergrund, sondern die Empörung, dass die Politik nichts draus macht und dass man unsere Tiere schutzlos den Raubtieren ausliefert. Das ist einfach da kommt Wut und Empörung und alles kommt daher. Wir haben ja riesen Diskussionen in Tirol. Jetzt nochmal zum Thema Seilbahn, aber ein bisschen was anderes. Und zwar ein privater Unternehmer will ja in Wien um 70 Millionen Euro eine Gondelbahn von Heiligenstadt auf den Kahlenberg errichten. Die Wiener Stadtregierung hat das Projekt bisher ausgeschlossen. Jetzt Sie als Seilbahnchef und der Oberprofi, was würden Sie zu so einem Projekt sagen? Würden Sie das gut finden oder glauben Sie, das braucht man? Also im Detail sage ich zu dem Projekt sicher nichts. Das ist ja nicht das Erste. Es geht ja, glaube ich, schon 20 Jahre Diskussion, ob Wien das will oder nicht, das muss die Stadt selber wissen. Was ich nur weiß, ich war ja gestern auf der Interalpin, die Firma Leitner und die Firma Doppelmayr sind sehr, sehr erfolgreich, meist in Südamerika, meist in diesen Ländern, was die urbanen Seilbahnen betrifft. Und wir hatten ja gestern hohen Besuch in Innsbruck, der indische Verkehrsminister für Straßenbau, Eisenbahn und Highways, also für Autobahnen. Der ist derzeit ja in Tirol und hat sich die Interalpine angeschaut. Also es gibt ein hohes Interesse von Städten, vom urbanen Raum an Seilbahnen. In Österreich ist die Rechtslage so, dass es sehr, sehr schwierig ist, durch eine Stadt eine Seilbahn zu bauen, weil sie jeden Grundeigentümer, jeden Wohnungseigentümer die Zustimmung brauchen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Ich denke mir nur, eine Seilbahn ist eigentlich ein Transportmittel, das völlig ruhig läuft, das völlig auf Strom läuft. Also umwelttechnisch besser geht es nicht mehr. Aber ob Wien das will oder nicht, das muss Wien selber entscheiden. Allerletzte Frage, wenn Sie an den Wintertourismus auch in Tirol jetzt denken, wie sieht er für Sie in 50 Jahren aus? Und was würden Sie sich vielleicht auch wünschen? Also ich bin kein Hellseher. Ich wünsche mir nur, dass die Wohlstandsentwicklung, die wir jetzt aus dem Tourismus ziehen, vielleicht in geänderter Form, aber in diesem Ausmaß der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Weil daran hängt nämlich, dass in 50 Jahren unsere Täler noch bewohnt sind. Sie können heute mit mir nach Frankreich fahren und brauchen gar nicht so weit fahren. Wenn Sie heuer nach Italien fahren, ich kann Ihnen Täler in Italien zeigen, die sind heuer menschenleer. Ich kann Ihnen Ortschaften zeigen, in einer Ortschaft war ich, die haben 2500 Gebäude dort. Die Einwohnerzahl war, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Leute, die haben Brillen erzeugt. Vor 30 Jahren ist das Brillengeschäft zusammengebrochen. Heute ist das halbe Dorf leer, weil es keine Existenz dort mehr gibt. Und deshalb wünsche ich mir, dass der Tourismus in welcher Form immer, annähernd in der Form, in der wir es jetzt haben, vielleicht mehr Hotels, vielleicht weniger kleinere Hotels oder größere, keine Ahnung, weniger Privatzimmervermieter wahrscheinlich, leider Gottes und so weiter. Aber in dieser Form zumindest so weit ist, dass diese Wohlstandsentwicklung da ist, weil das wirklich die Voraussetzung ist, dass wir die Landwirtschaft weiter betreiben können, dass unsere Menschen auch dort bleiben können, dass unsere Menschen auch in diesen Tälern die gleichen Bildungschancen haben, wie man in der Stadt hat. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Mobilität dazu. Und ob wir alles mit dem öffentlichen Verkehr in die Reihe bringen, das ist ein großes Ziel. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Herr Hörl, ich sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch und den Besuch im Studio. Herzlichen Dank. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.